dass du, wenn es das ist, was du willst, dann... Zögere nicht, Clive. Tu es. Nur wird dann die ganze Last allein auf dich fallen. Aber ich bin nicht allein. Diese Bürden, die ich trage, meine Sünden, mein Schmerz, meine Trauer, sie sind alle auch ein Teil von mir. Irgendwann werden wir wieder zum Mond sehen. Du und ich. Und ich verspreche dir, Clive. Ich halte zu dir. Selbst wenn du dich aufgeben musst. Ich weiß. Sein einziges Lächeln mich so erfüllen kann. Was ist mit Barnabas? Wollen wir ihm nachfahren? Nein. Unsere Wege kreuzen sich früh genug. Ob wir wollen oder nicht. Außerdem haben wir vorher noch etwas zu erledigen. Natürlich.
Drachengrat. Der letzte Mutterkristall. Die Einherja liegt auf dem Meeresgrund. Valut wird es nicht wagen, in Sturm einzurücken. Doch sie wissen, dass wir kommen. Ein neuer Plan. Das brauchen wir jetzt. Dann sollten wir nach Hause gehen und einen schmieden. Ashra muss warten. Mit sagt, Odin hätte das Meer in zwei gespalten. Sie erzählt ja gern mal wilde Geschichten. Aber das hier ist wilder als wild. Ich kann es selbst noch nicht ganz glauben. Ist dein Onkel nicht bei dir? Er ist noch auf der Enterprise. Der Kampf gegen die Einherja hat dem Schiff ganz schön zugesetzt. Und er kennt einen Schiffbauer in Randela. Wir treffen uns dort und segeln dann nach Ashra. Ist das dein Ernst? Soweit ich weiß, tummeln sich da immer noch die Akasischen. Das ist doch jetzt überall so. Ultimas Fluch greift um sich. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir haben das Versteck so gut wie möglich verstärkt. Aber die paar Bretter werden wohl kaum reichen. Egal. Wir bleiben dran. Vielleicht hilft es ja doch. Hoffen wir es. Joshua sehen, wenn Taya mich lässt. Clive! Ist was für dich dabei? Genug gesehen? Du hast es auch gehört, oder? Was meinst du? Das mit Dravost, Schledorns altem Dorf. Das mit den ganzen Schmieden? Es heißt, dass aus den Minen da in der Nähe massenweise Äther austritt. Und das Dorf? Hat jetzt eine Horde Akasischer vor den Toren. Alles, was dort kreucht und fleucht, soll sich verwandelt haben. Oder zumindest kurz davor sein. Gegen solche Massen hat das Dorf keine Chance. Die Leute brauchen Hilfe. Doris hat ein paar Fluchbrecher losgeschickt, aber ich fürchte, die werden das Ruder nicht rumreißen. Wenn nicht bald was passiert, machen die da alles platt. Das werden wir verhindern. Darauf habe ich gehofft. Weiß Schledorn Bescheid? Naja, bis jetzt noch nicht. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Soll ich es ihm sagen? Nein. Lass es besser. Gut dann. Ich kann hier nicht länger rumstehen. Ich muss was tun. Wir sehen uns in Dravost. Wie fühlst du dich, Joshua? Besser als vorher. Aber nicht halb so gut, wie ihr solltet. Eure Wunden sind vielleicht verheilt, aber euer Körper zahlt unweigerlich den Preis für eure Unvernunft. Was hätte ich denn tun sollen? Das war kein gewöhnlicher Widersacher. Das war die Hand der Finsternis. Und trotz allem war es nicht genug. Er hätte mich 100-mal töten können,
aber stattdessen hat er mit mir gespielt, wie ein Curl mit einer Maus. Du bist stärker, als du denkst. Machen wir uns nichts vor. In diesem Kampf hat nur ein Mann seine Stärke unter Beweis gestellt. Und dieser Mann war Barnabas. Es tut mir leid, Bruder. Das hätte ich nicht sagen sollen. Noch nie habe ich mich so machtlos gefühlt. Gerade jetzt, wo alle zu uns aufsehen. Vielleicht geht es dem Prinzen genau. Wo bin ich hier? Bleib da! Vom Brunnen. Gesagt, dass sich auch Geister verirren. Lichter weisen ihnen den richtigen Weg. Für sie habe ich damals auch eins angezündet. Feind agiert aus den Schatten. Warst es du? Hast du meine Hand gelenkt, Ultima? Nein, nicht du. Das war mein Tun, meine Schuld, die ich tragen muss. Und für das habe ich zu sühnen. Deine Wunden verheilen gut. Das liegt an meinen wohltuenden Wickeln. Du machst sie? Ja, ich verkauf sie auf der Straße. Reicht für was zu essen, meistens. Verzeih mir, ich habe nichts, was ich... Ich weiß, aber du hast doch Hilfe gebraucht. Du gehst schon? Ich muss. Danke dir. Das werde ich nicht vergessen. Komm mich bitte wieder besuchen, ja? Thank you.
Phönix. Ich schulde euch wohl meine Flügel. Ich hoffe, er kann sich selbst verzeihen. Ich nehme an, du wirst wieder nach Valut aufbrechen? Warten macht es nicht besser. Dann sollten wir nicht länger warten. Das sehe ich anders, aber ihr hört ja nicht auf mich. Ihr nehmt täglich eure Medizin. Das werde ich, Lady Taya. Lasst ihr etwa schon zum Aufbruch? Wie lange brauchen wir zurück nach Asha? Keine Ahnung, so lange wie wir hierher gebraucht haben, oder? Nicht so lange, wenn dein Herr Onkel die Enterprise anständig reparieren lässt. Und deutlich länger, wenn wir keinen Ankerplatz finden. Ja, so einfach werden sie uns nicht an Land lassen. Wir müssen damit rechnen, dass Ashra voller Feinde ist. Dass sie angreifen, sobald sie uns sehen. Wir brauchen einen versteckten Landeplatz. Und ich weiß schon, wen wir da um Rat fragen. Frau Professor, ich sag ihr, dass ihr kommt! Solange ihr den Kurs plant, spreche ich mit eurem Historiker. Ich habe ein paar Fragen zu Ultima. Dann organisiere ich die Reisevorräte mit Charon. In Ashra werden wir nichts finden. Die Verfassung deines Bruders lässt keine großen Mühen mehr zu. Das weißt du, oder? Ja. Von Akasischen ist... Ah, Sid! Genau der Mann, auf den ich gewartet habe. Hast du kurz Zeit? Lass mich raten. Mehr Bomberasche? Nein, nein. Davon haben wir noch genug übrig. Ich arbeite an einer weiteren genialen Erfindung von Mit. Und zwar an einem Schmelzofen. Mit einer rückstrahlenden Verkleidung für zusätzliche Thermalamplifikation und einem System für wechselseitigen Austausch der Regeneratoren, die... Verzeih. Kurz gesagt, der Ofen wird verdammt heiß. Viel, viel heißer als Schledorns Esse, da würde ich drauf wetten. Nur Mithril-Antriebe werden heißer, aber bei denen kommt natürlich kein Metall raus, wenn man Erz reinschaufelt. Allerdings kommt nicht viel Material in Frage, um den Ofen zu bauen. Wir brauchen das gute Zeug. Und wie ich höre, hast du Helena gerade erst was davon besorgt. Hilfst du mir bitte auch aus? Wenn er auch dem Versteck zugutekommt, natürlich gern. Oh, das wird er. Versprochen. Also, was genau ist dieses gute Zeug, das du brauchst? Ich habe ein paar Exemplare davon hier. Sphärische Echos nennen wir sie. Gefallenen Material. Noch etwas, das dieser Ofen mit dem Mithril-Antrieb gemein hat. Ganz recht. Er ähnelt dem Wärmeverschubhelm. Gefallenen Material kann unvergleichbaren Temperaturen standhalten. Noch dazu kann das Material die Wärme sogar lenken. Es leitet die Hitze von innen nach außen, aber die Sphären lenken sie nur in eine Richtung. Das heißt, wenn wir den Schmelzofen mit ihnen verkleiden, reflektieren sie die Hitze wieder ins Innere zurück. Genial, oder? Wir haben so viele gesammelt, wie wir können. An den Rest kommen wir leider nicht heran. Das Problem, sie werden alle von ihren großen, starken Brüdern beschützt. Also soll ich ein paar Ruinen besuchen, die Echos dort vernichten und mir die Sphären holen, die sie bewachen? Im Prinzip wäre es das, ja. Uns fehlen nur noch 3 Stück und ich weiß genau, wo wir sie finden können. Eine ist in der Nähe von Ember, in einer Ruine mit dem Namen Finnbrück. Dann ist noch eine im stillen Rauschen in Dalmekia. Die letzte ist an der Ruine der Wiederkunft in Sanbrek.
Gut, na dann. Wünsch mir Glück. Mach ich. Ich werde dir alle Daumen und Zehen drücken.